Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist Heiligabend, es ist etwas Ruhe eingekehrt. Wir sitzen hier noch gemütlich. Die Küche ist auch schon so halbwegs wieder auf Vordermann gebracht und ja, wir genießen jetzt noch schön den Abend hier zusammen. Ja, und ich werde jetzt mein Bier genießen, was ich heute im Kalender hatte. Ein Bad Center, ein Weizenbock. Und ich würde mal sagen, jetzt geht's los mit dem Video. Einen wunderschönen guten Morgen. Ein weiteres Highlight steht ins Haus, aber dazu kommen wir gleich später. Jetzt gehen wir gerade hier an der Weser entlang, schön windig. Der Wind kommt aus nördlicher Richtung und das heißt, das ganze Wasser von der Nordsee wird hier in die Weser gedrückt und das kann man hier auch schon sehen. Auf der Promenade da hinten kann man gerade noch so laufen an der anderen Weserseite und da hinten ist alles schon überflutet. Sieht man selten, oder? Habe ich schon öfter mal gesehen, aber es ist mir eigentlich egal, wie hoch das Wasser steht, weil ich will ja schließlich hier zu Fuß laufen und nicht schwimmen. Ja, und hier kann man gerade sehen, die Brücke. Also Schiffe können, glaube ich, hier nicht mehr fahren. Zumindest keine Schiffe, die höher sind als 3 Meter, denn da ist die Markierung, die ist schon überschritten. Ja, heute können wir auch mal sagen, dass die Weser ein breiter Fluss ist. Sieht wirklich breiter aus als sonst und der Wasserstand ist wirklich enorm. Wenn man hier schon mal hier runter guckt, ist man dem Wasser schon echt verdammt nah. So, was haben wir jetzt schon vor als nächstes Highlight, Johnny? Essen. Ja, wieder mal essen. Es ist nun mal so, dass bei mir ist jedenfalls so, dass meine beiden Lieblingsgerichte. Mach mal ein bisschen Platz hier, ich muss jetzt durch die ganze Hundepiste laufen. So, das waren meine Lieblingsgerichte auf jeden Fall, die ich habe, dass es eben an 2 Tagen nacheinander gibt. Das war eben gestern einmal der Gänsebraten und heute gibt es von meinen Eltern Pasteten. Das ist auch so ein Gericht, das mag ich sehr gerne. Das stimmt und ich habe es oft versucht nachzukochen und ich komme noch nicht ganz nah an das Original ran. Also ja, und deswegen meine Schwiegermutter und mein Schwiegervater, die bereiten das gerne für uns zu und lassen wir uns gleich schmecken. So, wer nicht weiß, was eine Pastete ist, das ist eine Pastete und ich habe die Ehre, dass ich die erste bekommen habe, weil ich auch den größten Hunger habe. Und allein dieser Geruch schon. Ja, das ist wirklich ein leckeres Essen. Es ist ja eigentlich, wenn man mal so bedenkt, es ist gar nicht so was Besonderes. Es ist einfach so ein Blätterteig-Körper mit so einem Deckel drauf, hier aus Blätterteig und mit so einem Ragouffin. Aber das ist eben, diese Kombination ist eben einfach einmalig. Und ich glaube, solange wie ich denken kann, gibt es diese Pasteten bei uns mindestens einmal im Jahr. Und immer wieder Bombe. Lasst es euch schmecken. Ja, danke. Ach schon, ja. Einmal im Jahr ist eigentlich viel zu wenig, wie ich immer finde. Köstlich. Mach mal hier noch Eis rein, wenn du noch Eis. Okay, danke schön. Ne? Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich glaube, aus diesem Raum hier haben wir noch nie ein Video gezeigt. Das ist hier unser Heizungskeller. Sieht alles ein bisschen rümpelig aus und ein bisschen alt, aber hier über dieses Gerät kommt unsere Wärme ins Haus. Und ich habe jetzt gerade hier immer so komische Geräusche gehört und so ein Gluckern. Man hört es vielleicht auch hier im Hintergrund. Liegt daran, dass wir hier in dieser Heizung 3 Wohneinheiten versorgen. Und in der einen Wohneinheit, also Wohneinheit meine ich jetzt so ein ganzes Haus, also mehrere Wohneinheiten, so ein Häuserblock oder wie man das nennt. In jedem Fall wird in einer Wohnung gearbeitet und da haben sie heute wohl eine Heizung ausgebaut und erstmal jede Menge Wasser abgelassen. Und das, obwohl die Heizung noch weiter läuft. Und
oben bei uns in der Heizung haben wir schon so gut wie gar kein Wasser mehr drin. Habe ich eben mal probiert. Da sind auch die Heizkörper ziemlich kalt. Und jetzt weiß natürlich keiner hier Bescheid. Der Herr, der dort arbeitet, spricht auch kein Deutsch. Und ja, mal sehen, was hier noch heute passiert. Also eigentlich habe ich heute Urlaub. Ist mal wieder interessant. Ja, einige Stunden später, da sitzt sie, die Indianer Squaw, in ihre Wolldecke gehüllt. Mir ist kalt, willst du mal meine Finger anfassen? Mir ist wirklich, ich habe ganz eiskalte Finger. Ja, und das, obwohl die Heizung wieder funktioniert. Boah, was ist denn mit dir los? Ja, es ist wirklich kalt, oder? Oh. Ja, da hättest du mal erleben sollen, wie es heute Morgen hier in der Wohnung war. Wir hatten 2 Grad draußen. Und wie ich ja schon sagte, war die Heizung ausgefallen. Jetzt geht alles wieder. Du warst ja netterweise zur Arbeit. Und hab da die Heizung auf volle Pulle angedreht. Jawohl. Ja gut, auf jeden Fall, die Luft ist wieder aus dem System entwichen. Wäre nur schön, wenn man mal vorher Bescheid gewusst hätte, nicht? Dann hätte man sich diese ganzen Sorgen und die ganze Mühe nicht machen brauchen. Ja, oder man wäre selber nicht da gewesen. Wäre vielleicht auch besser gewesen. Ja, hätte ich bloß keinen Urlaub genommen heute. Stimmt. Ja. Aber John, der ist ja oben, der spielt gerade mit der Playstation. Na gut, hätte ich ihn nicht geweckt, hätte er wahrscheinlich noch länger geschlafen. Keine Ahnung. Was machst du hier gerade? Ich mache gerade Kommentare zu meinem neuesten Video. Das überrascht mich gerade, wie gut es ankommt und wie viele Kommentare ich dazu bekommen habe. Positive natürlich. Natürlich. Ja, du schläfst ja immer dabei ein. Das schreibt hier kein Mensch. Die sind alle lieb. Ja, wenn ich mir die Videos angucke, ich muss es auch noch zu Ende gucken. Ich habe es vorhin auch schon wieder nicht geschafft. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja, wir haben mal wieder nach langer Zeit blauen Himmel und Sonnenschein. Wenn man hier die Weser sieht, natürlich ist immer noch Hochwasser, aber jetzt hier in Bremen ist gerade jetzt Ebbe, aber die Weser fließt ganz, ganz schnell. Das ist für uns was Besonderes irgendwie, weil normalerweise... Mir ist es egal, wie schnell das Wasser fließt, das ist für mich nichts Besonderes. Ja, es ist aber schon, man merkt schon, dass mehr Wasser im Umlauf ist hier. So, und jetzt, bevor nachher, wie üblich, wieder mal auf sonst Geschenke, die er zu Weihnachten bekommen hat, eingehen und die genau zeigen. Gestern ist was passiert. Nicht nur gestern, sondern auch in den letzten Tagen. Und zwar ist die, ja, die Decke von meinem Handy, also der Rücken, wo die Kamera drauf sitzt und so, das hat sich so, ja, wie, das konnte man öffnen einfach, das war einfach offen dann, also hing noch so halb dran, kann man ganz schlecht beschreiben, aber man konnte zum Beispiel ins Handy auch reingucken und so. Und ich dachte halt einfach so, ja, keine Ahnung, ist aufgeplatzt, weil man es irgendwie auch wieder so zudrücken konnte. Da habe ich mir gedacht so, ja, ist mir egal jetzt. Und dann hatte mein Handy gestern ein paar Aussetzer. Und dann haben wir uns dazu entschieden, das zur Reparatur zu bringen, weil es ja mindestens funktionieren muss. Und das Ganze holen wir jetzt ab. Ja, und der Grund für das... der Akku hat sich aufgebläht. Der Akku war aufgebläht, hat damit... das ganze Gehäuse nach oben gedrückt. Ja, das holen wir jetzt ab. Und da wir heute noch gar nicht draußen gewesen sind, ist das eine gute Sache. So, wir sind jetzt raus aus dem Laden. Und Handy habe ich natürlich wieder. Alles repariert bekommen. Und bringt jetzt nicht viel fürs Video weiter. Aber der Mann, der da arbeitet, arbeitet allein und hat das übel schnell gefixt bekommen und der war auch sehr, 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 sehr nett und hat sich sogar noch an uns erinnert, nämlich weil, bevor ich überhaupt den Abholschein da auf die Theke gelegt hatte, war er da schon am rauskramen und hat da mir das Handy hingelegt und hat uns auch nochmal den Akku gezeigt, meinte, man riecht das auch schon, das riecht nach Gas und das soll wohl nicht so gesund sein einzuatmen. Was mir nur so auffällt jetzt gerade, ich habe manchmal so die letzten Tage in meinem Bett gelegen und manchmal nur so, ist hier irgendwie eine Gasleitung geplatzt oder sowas, weil es riecht nach Gas und ich hatte Angst, irgendwie ein Licht jetzt einzuschalten oder so. Nochmal Glück gehabt. So, und los geht's mit den Geschenken. Das erste Geschenk, was ich erklären kann, ist der DualSense Edge. Das hier ist der normale DualSense und man sieht so vom Design her, sind schon etwas unterschiedlicher, auch hier bei den Triggern kann man hier irgendwie leichter dranbleiben, weil hier solche Noppen dran sind. Was aber auch noch Zusatz ist, man kann
die Haptik einstellen, wie weit man den runterdrücken kann. Ich kann ja einmal das zeigen. Hier ist nämlich so ein Rädchen. Ich drücke mal so weit runter, mal wie es geht. Jetzt geht das nur so ein kleiner Klick. Jetzt ist es ein bisschen weiter unten und jetzt kannst du komplett normal durchdrücken. Also kann man auch Story-Games ganz chillig damit spielen, wie zum Beispiel Spider-Man, wo man dann so schwingen kann. Das finde ich immer geiler, wenn man den ganz runter drückt, weil es sich dann einfach besser anfühlt. Aber für online finde ich es halt einfach besser, wenn man so nur so ganz klein drücken muss. Dann sieht man hier schon, sind zwei Löcher. Man kann da solche weiteren, ja, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ist mein erster Scuff oder wie heißt das? Weiß ich nicht genau, weil ich zum ersten Mal so einen professionelleren Controller habe, sage ich mal. Dann kann man hier so Aufsätze reintun, kann die beiden Tasten dann belegen und zum Beispiel, wenn man dann in einem Spiel ist, kann man sagen, ja, hiermit lade ich nach und hiermit springe ich dann. Dann kann man im Fight, kann man hier springen und muss nicht immer weg mit dem einen Finger und kann sich dann weiter umgucken. Also es ist halt einfach einfacher und man hat dann bessere Chancen bei den Gegnern. Natürlich sind auch noch andere Aufsätze dabei, also hier ist ja ein ganzes Case. Und ja, ich würde sagen, bleiben wir mal beim Thema PlayStation und gucken uns mal das erste Spiel an. So, wir sind im Spiel drin, Spider-Man 2 und jetzt habe ich ganz vergessen. Ich habe ja gerade davon erzählt, die Trigger umzustellen. So, jetzt kann ich richtig schwingen. Ich finde, das macht einfach auch Spaß. Die Story spiele ich natürlich auch, aber einfach mal abends, wenn man so ein bisschen gechillt ist, einfach durch die Stadt zu schwingen. Ich finde, es gibt nichts Entspannteres. Sonst bin ich mal in GTA Online mit meinem Auto durch die Straßen von Los Santos gefahren. Jetzt schwinge ich durch New York und wirklich cool an dem Spiel ist, ich kann es ja mal zeigen, wenn wir mal hier so, will nicht so ganz, wenn wir hier mal so an den Wänden klettern, alles eingerichtete Räume da drin und manchmal sogar mit Menschen drin, also das war ein, soweit ich weiß, in noch keinem Spiel so krass gemacht, dass man in jedes Fenster reingucken konnte, außer bei dieser Matrix-Demo. Und jetzt gerade wo die Kamera an ist, schwinge ich wie ein Arsch. Aber da vorne ist was los, wie ich sehe. Also ein bisschen patrouillemäßig können wir hier rumschwingen und das Böse bekämpfen. Machen wir das mal. Ja, hier sind jetzt so Hunde. Oh, gegen die habe ich auch bis jetzt nur einmal gekämpft. Oh. Oh, man merkt alles im Controller, das finde ich so geil, dass wie die das umgesetzt haben, weil ich glaube, Spider-Man ist ja von Sony gekauft worden und deshalb gibt es das nur auf PlayStation, also es ist für die PS5 spezialisiert. Warum geht das nicht? Man merkt, ich bin Arsch. Ich habe auch noch nicht ganz verstanden, was dieser Hund hier soll, wenn der immer diese Lichter macht oder ob das Pumas sind, weiß ich alles nicht. Oh, ich bin am Sterben. Ja, doch noch geschafft. Weiter geht's zum nächsten Spiel. So, das nächste Spiel ist Battlefield. Und das muss ich einfach sagen für mein Ego. Wir sind ja auch authentisch. Das nehmen wir gerade zum zweiten Mal auf hier mit Battlefield, weil ich gerade beim ersten Mal nicht aufgenommen habe. Und dort habe ich es zum Glück geschafft, gut zu sein. Zum Glück, mit meinem Pech, hat es nicht aufgenommen. Ich bin nämlich nicht wirklich der Beste in dem Spiel, was ich auch schon gesagt hatte da. Aber da habe ich es doch geschafft, mich nicht ganz zu blamieren. Bei meinem Pech werde ich mich jetzt total blamieren, weiß ich schon. Ich spiele hier gerade Eroberung. Darum geht's. Dabei geht es um Zonen zu erobern. Und die Ersten jetzt schreiben so, was für ein Kriegsspiel. Darüber macht man sich nicht lustig. Ich mache mich auch nicht drüber lustig, aber wenn man in der PlayStation-Welt vertreten ist, dann macht das halt einfach Spaß. Und dabei kommt kein echtes Leben sondern nur virtuelles. Was auch wieder respawnt. So. Dauert jetzt ein bisschen wahrscheinlich, bis wir Gegner sehen. Aber was ich cool finde, auch im Himmel geht es immer richtig ab mit Kämpfen und so. Warum wir gleich erst Gegner sehen, die laufen gerade, weil die Runde gestartet ist, vom anderen Ende der Map zu uns rüber. Also, aber ich sehe, da hinten sind Gegnerzonen, da werden wir uns dann wahrscheinlich gleich... Oh. Panzer da hinten. Huch.
Nee, hier sind keine Gegner. Ich will euch ja was zeigen, ich will euch was bieten. Auch wenn es eine komplette Blamage wird. Oh, von wo? Von wo? So, jetzt zu einem Spiel, was ich tatsächlich selber noch gar nicht angespielt habe. Bramble, The Mountain King. Und, ja, ich weiß noch gar nichts über das Spiel. Und sowas liebe ich, wenn ich über das Spiel noch nichts weiß und das Spiel quasi komplett neu erleben kann. Ich bin gespannt. Ich glaube, die Scuff-Dinger brauche ich nicht mehr. Die mache ich mal eben raus. Mal gucken, was das Spiel zu bieten hat. Aber so ein... Jetzt, ich habe irgendwie bis jetzt das Gefühl durch die Hülle auch, dass das so ein Little, also mir gibt das so ein Little Nightmare-Vibe ab. Also diese zwei Teile habe ich auch gern gespielt. Bin ich gespannt. Mysteriös ist auf jeden Fall schon, wie man merkt. Ja, ich werde das Spiel wahrscheinlich eh nach dieser Aufnahme einmal neu anfangen. Also gucke ich mich jetzt nicht ganz so detailreich um, sondern gehe einfach mal... offensichtlich aus der Tür. Oder auch nicht. Ich muss irgendwas im Zimmer finden. Ich glaube, so ganz harmlos scheint das Spiel nicht zu sein, weil es war auch am Anfang eine Warnung von Gewaltdarstellung. Ich muss mal sagen, dass ich solche Spiele sehr gut finde, wenn nicht zu viele Rätsel drin vorkommen. Aber ich muss sagen, die Grafik finde ich spitzenmäßig und es fängt auch sehr interessant an. Ja, aber was soll ich machen? Ja, das ist die große Frage. Kann man natürlich auf die Schnelle der Zeit jetzt nicht so schnell herausfinden. Muss man sich natürlich auch Zeit für nehmen. Ah, jetzt geht's aus dem Fenster. Da wurde ja eben schon vorgewarnt, glaube ich, ne? Oder? Ja, jetzt geht's wahrscheinlich in den Wald, wo man nicht reingehen soll. Ja. Warum die es aber trotzdem immer machen, weiß ich auch nicht. Naja, hier geht das Spiel los. Aber das Spiel möchte ich ja voll und ganz genießen. Also fange ich es wahrscheinlich jetzt nach der Aufnahme gleich nochmal von vorne an. Und werde jetzt nicht weiterspielen, um mich nicht zu spoilern. Ja, die nächsten Geschenke sind mehr so für den Schreibtisch gedacht. Weil ich früher mal ziemlich viel gezeichnet hatte und mir dann irgendwann das Equipment gefehlt hat, weil ich einfach so eine Zeit lang so ein bisschen draußen war und das, also nicht draußen auf der Straße, sondern mehr so draußen hinten an der Playstation. Habe ich das ganze Equipment verloren und das wurde jetzt nochmal aufgefrischt. Und zwar sind hier zum Beispiel solche, das sind, viele denken Fineliner, sind es aber nicht, sind solche also es ist alles Aquarell hier, also so Aquarellstifte. Dasselbe auch nochmal, auch vom Faber-Castell in so einer Buntstiftform. Und wie man merkt, diesen Rotton habe ich schon ein bisschen benutzt. Weil ich musste mich erstmal wieder einzeichnen, weil das verlernt man ja auch. Und habe ich gedacht, so, ja gut, mache ich so ein Deckblatt, weil ich hefte das dann immer alles ab. Und dann habe ich da Batman drauf gemalt. Und wenn das hier ist mehr so für Skizzen. Und dann kommen hier, das ist so ein gutes Papier für Aquarell, die... fertigen, was sagt man eigentlich? Werke rauf. So, da ich neuerdings hinten sitze, natürlich freiwillig, weil vorne wird inzwischen von mir erwartet, dass ich der Beifahrer bin, darauf habe ich keinen Bock mehr. Ich schlafe lieber im Auto oder gucke lieber Filme und deshalb ist das nächste Geschenk eine Handyhalterung und wie ich gerade sogar bemerkt habe, ich kann das Handy sogar währenddessen aufladen und stabil. Ich dachte, es wäre jetzt richtig schwer anzubauen, aber es ist so eine Spirale, kann man hier ganz einfach auch wieder abmachen. Also perfekt. Ja, wir haben Silvester, Zeit, den Weihnachtsbaum hier abzuschmücken und wieder in den Keller zu verfrachten. Und umso froher bin ich, dass wir einen künstlichen Tannenbaum haben. Ich habe gerade die Lichterketten da gemacht und das piekst ganz schön. Und ich möchte nicht drüber nachdenken, wie ein echter Weihnachtsbaum gepiekst und genadelt hätte. Dann hätte ich hier nämlich noch mehr Sauerei. Und ich ärgere mich jetzt schon, weil dieses Abschmücken ist wirklich doof. Weil, wenn man mal hier guckt, zwei Lichterketten auseinander zu fummeln, das habe ich schon ganz gut hier die beiden Rollen hingekriegt. Aber diese Grütze hier... habe ich keinen Bock zu. Ich glaube, da muss Stefan mir jetzt mal helfen.
Der schüttelt den Kopf. Geht ja gut los. Ja, normalerweise machen wir das schon immer nach dem zweiten Weihnachtstag, dass also der Baum jetzt schon lange weg wäre. Haben wir diesmal irgendwie nicht gemacht, keine Ahnung warum. War ja auch ganz schön, aber ich muss sagen, jetzt ist mit Weihnachten bei mir aber auch wirklich genug. Ich möchte keine Weihnachtsmusik mehr hören, keine Beleuchtung mehr sehen. Ich freue mich auf die Beleuchtung heute Abend am Himmel, Silvester. Ja, was haben wir heute noch vor, Simone? Was haben wir heute noch vor? Das weiß ich gar nicht. Du hast was vor, was ich, glaube ich, nicht so gerne mache. Deine typischen Sendungen da gucken. Natürlich das und natürlich noch essen gehen heute Abend. Haben wir uns nämlich einen Tisch bestellt. Ja, auch stimmt. Im Paulaners. Aber genau. Alles... Aber, Stefan? Alles der Reihe nach. Selbst ist die Frau, ich brauche dich gar nicht. Guck mal, ich habe das jetzt so nebenher. Ganz toll. Das ist Nummer 1. Und das ist Nummer 2. Ich habe das auch alleine hingekriegt. Herzlichen Glückwunsch. Was war das? Mein Wecker. Aufstehen. Eigentlich wollte ich jetzt aufstehen. So, John hat ja noch ein Spiel bekommen zu Weihnachten. Dieses hier. Super Mario Brothers Wonder. Ist aber gar nicht so gekommen. Eine Gelegenheit für mich, das mal auszuprobieren endlich. Man kommt ja sonst ja gar nicht zu. Da bin ich auch sehr froh, dass wir jetzt immer nur noch ein Video pro Woche herausbringen. Und, ups. Ich kann natürlich sagen, dass ich diese Mario-Spiele überhaupt nicht kann. Ich habe die auch, seitdem es das früher mal gab. Die haben, selber haben die ja nie gehabt. Glaube ich jedenfalls nicht. Oder nur mal ganz kurz, mit so einem komischen Würfel. Habe ich auch noch nie wieder gespielt. Und bin auch da dementsprechend schlecht drin. Ich glaube, das liegt an zwei Sachen. Einmal muss man da, glaube ich, sehr reaktionsschnell sein. Das bin ich wohl nicht, was? Das ist doch eine Unverschämtheit. Und das zweite habe ich jetzt gerade vergessen. Daran liegt es nicht. Was ist denn noch? Man muss halt natürlich. Oh. Dass es so hektisch ist, glaube ich, ne? Dass das. Naja, man muss wissen, ich kenne diese ganzen Figuren alle nicht. Weiß nicht, welche gut sind, welche schlecht sind, davon mal abgesehen. Aber egal, ich warte jetzt darauf, dass es draußen noch dunkler wird. Und dann geht's mit dem Feuerwerk endlich los. Jetzt ist mir auch das zweite eingefallen, genau. Du kannst das nicht so gut spielen, weil du nebenher hier noch sammelst. Ich glaube, du kannst dich nur auf eins konzentrieren. Ich höre schon, du kannst das wohl alles besser, was? Nee, das kann ich auch nicht. Also, damit bin ich auch nicht so aufgewachsen wie viele andere. Ich hatte nur einen Gameboy. Was ist jetzt los? Naja, gut. Das ist doch neu, dass da auch gedrungen wird in den Spielen, oder? Schade. Ach, schade. So. Nichts kapiert. Egal. So, und wie man schon hört, es ist soweit. Man kann endlich knallen. Neujahr ist noch nicht, aber ein paar Dinger zünden wir jetzt an. Genau. Also und danke nochmal an Pyroland, die uns das alles zur Verfügung gestellt haben. Genau, Dankeschön. Die haben ja die beiden Jungs auch eingeladen, dass sie vor Ort mal gucken konnten, wie groß da die ganzen Sachen gelagert werden, was es für Auswahl gibt. Ich habe es auch nur im Video gesehen von den Jungs und ich fand es sehr beeindruckend und ich bin jetzt gespannt. Wir hatten letztes Jahr ja schon so ein schönes Paket von Pyroland bekommen, was heute alles hier so bunt in den Himmel leuchtet und knallt. Also ich freue mich auch drauf.
So, das war ja schon mal sehr schön. Also war das ist ja fantastisch, muss ich mal sagen. Jetzt kommt, wo ich schon gespannt drauf bin, wo ich jetzt, das Bild damals schon beim Kaufen gesehen hatte, mit diesem Opel hier drauf. 4:12 haben wir zwar noch nicht, aber mal gucken. Als nächstes gibt's den geilen Macker. Passt doch zu mir, oder? Jetzt kommt das letzte Feuerwerk zum Abschluss, leider schon, Phantoma. Ich ignoriere mal, dass da das Wort Oma drin steckt. Also, wir gucken mal, was sich dahinter verbirgt. So, ja, wo sind wir hier? Wir sind in unserem Lokal, nicht unser Lokal, aber wir gehen hier oft hin, war mal unser Stammlokal, wird jetzt auch langsam wieder, wir sind in Polanas und ja, eigentlich wollten wir hier was essen, allerdings ist nur was daraus geworden, dass Stefan und Simone essen, weil ich gar keinen Hunger gerade habe, ich würde nichts runterkriegen und ja, wir wollten so ein bisschen über die Highlights dieses Jahres sprechen und sagen wir so, mein Highlight, was wir auch auf YouTube gesehen haben, war tatsächlich Amerika. Es ist natürlich jetzt schwer, sich zwischen Atlanta zu entscheiden, diesen Roadtrip, den wir dort gestartet hatten, und einmal Florida. Ich würde sagen, die meisten, es gab natürlich in Atlanta, ich sag jetzt einfach Atlanta dazu, war ja nicht nur in Atlanta, aber bei diesem Roadtrip gab es natürlich mehr Highlights als in Florida, weil wir da ja so gut wie stationär waren und jeden Tag das Gleiche gesehen haben, aber ich würde sogar sagen, da war das Staunen am größten und deshalb würde ich sagen, die Universal Studios und Island of Adventure, das war mein Highlight auf YouTube 2023. Was mein Jahreshighlight dieses Jahr gewesen sein könnte. Und ich muss sagen, es sind eher die kleinen Dinge gewesen. Also mein 50. Geburtstag dieses Jahr war, glaube ich, für mich das Ereignis. Da habe ich so lange drauf hingefiebert.
Und dann gab es so viele kleine Momente. Wir hatten ein ganz tolles Konzert, übrigens vor ein paar Tagen, von einer Gruppe aus Bremen, die heißt Von Grambusch. Das klingt immer noch in mir nach, hat mich auch sehr begeistert und sehr überrascht. Aber das eigentliche Highlight, glaube ich, das waren jetzt unsere Köln-Trips dieses Jahr, weil wir so viel Glück mit dem Wetter hatten. Wir haben nette Leute kennengelernt. Wir haben die Stadt genossen und uns wurde nicht langweilig. Wir haben uns einfach treiben lassen. Ja, und Köln, ich glaube, das war so mein Jahreshighlight. Ja, wo wir schon dabei sind, kommen wir jetzt mal zu meinem Highlight. Natürlich war auch mein Highlight nicht der Lärm, der hier gerade um mich herum so ist, aber es war natürlich auch eine USA-Reise und ich habe es echt genossen, muss ich mal sagen. Und es fällt mir auch schwer zu sagen, was war besser, Florida oder unser Roadtrip. Aber ich muss sagen, der Roadtrip war dann doch für mich um einiges interessanter, weil ich ja diese einsamen Gegenden so mag und ich schon immer mal nach Texas wollte. Also das war einfach ganz, ganz fantastisch. Wir hatten einen tollen Sommer und da war es halt für mich eben der Roadtrip 2023 durch 11 Bundesstaaten. Fotos gemacht haben, haben wir doch vor so einem Wasserturm angehalten, haben mit der Drohne ein paar Aufnahmen nebenbei gemacht. Und ich habe später versucht, auf der Karte nochmal herauszufinden, wo in Texas das genau gewesen ist. Ich habe es nicht geschafft. Er hat es nach langem Suchen herausgefunden. Unglaublich, wie er es gemacht hat, weiß ich gar nicht. Also auf jeden Fall vielen Dank für diese tolle Karte, wo alle unsere Stationen drin sind. Wird für uns auf jeden Fall ein bleibendes Andenken an diese Reise bleiben oder werden oder sein. Zur Feuer des Tages habe ich für mich mal was Besonderes, und zwar das Zanderfilet, das hatte ich noch nicht. Und ja, bei Stefan gibt es ein leckeres Steak, muss ich sagen, sieht sehr köstlich aus, wäre auch eine gute Wahl gewesen. Und ja, was hast du zu sagen? Ich wünsche jetzt schon mal einen guten Rutsch an Stefan und Simone und an euch, weil ich verabschiede mich jetzt, da ich noch auf einer Party eingeladen bin. Ciao. Ich wünsche dir viel Spaß. Jo. Ja, so ist das, ne? Die Kinder werden groß und die Eltern haben wieder mehr Zeit für sich. Ich wiederhole meine Durchsage. Im Bereich Schlachte, Teerhofsbrücke besteht ein behördliches Verbot, Feuerwerkskörper abzubrennen. Wer sich nicht an dieses Verbot hält, begeht eine Ordnungswidrigkeit und gerät in den Fokus weiterer polizeilicher Maßnahmen. Ende der Durchsage, 23:10 Uhr. So, jetzt stehen wir hier, wo man stehen darf. Kann man uns hören? Ja, es ist noch gar nicht 12 Uhr, es ist 20 vor 12 jetzt gerade mal erst. Jetzt stehen wir hier, wo man stehen darf, laut Polizei. Und ich verstehe nicht genau, warum man dort nicht Feuerwerk abbrennen darf und hier darf man das. Keine Ahnung, aber es ist nun mal eben so. Ja, jetzt freuen wir uns, haben unseren Sekt mitgenommen. Und warten jetzt auf die Jahreswende. Genau, und ich muss sagen, an Silvester, das Wetter war schon lange nicht mehr so mild und freundlich. Ich habe ja mit Regen gerechnet oder mit Wind irgendwie. Es ist endlich mal richtig auszuhalten hier von dem Wetter, oder? Ja,
für mich einfach zum Silvester mit dazu. Ich fühle mich so richtig wohl gerade. Ich freue mich sehr auf das Feuerwerk gleich zur Jahreswende. So, lass jetzt mal die Bilder für sich sprechen. Es ist ja auch ziemlich dunkel zum Filmen. Wir wünschen allen ein frohes neues Jahr 2024. Ja, und auch wenn viele vielleicht ein nicht so tolles 2023 hatten, immer positiv bleiben. Nächstes Jahr wird alles besser. Wir freuen uns hier an den tollen Feuerwerkskörpern, die hier in der Luft gejagt werden, an der Schlachte. Es ist der Wahnsinn. Es ist wirklich ein Feuerwerk, wie man sich besser gar nicht vorstellen kann. Und das von privaten Leuten gemacht, die alle hierher kommen, sich hier um 0 Uhr treffen und ihr Feuerwerk abbrennen. Bisher alles friedlich, alles wunderschön, richtig klasse. So. Genau, kann ich mich nur anschließen, macht echt Spaß, das anzugucken. Dann bis zum nächsten Video und abonnieren nicht vergessen, liken nicht vergessen, noch was? Nette Kommentare freuen wir uns auch immer sehr und bleibt alle gesund, wir sehen uns. Tschüss.